Aber wo ist Bibi Danja? Bibi Danja! Hallo? Bibi Kahn hier, hallo, mach die Tür auf! Hallo! Hallöchen, bist du... Bist du die Oma von Bibi Danja? Du bist es wirklich. Hallo Leute, Bibi Kahn hier in Brookhaven und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Also ich versuche mich abzulenken mit iPad und mit allem anderen, aber es funktioniert nicht so ganz. Weil, also, ich habe Bibi Danja jetzt seit 2 Tagen nicht gesehen. Also gestern die Sache mit Agent One habt ihr ja mitbekommen. War ein bisschen verwirrend, aber ich habe sie immer noch nicht gesehen. Und ständig dieses Umfeld. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Und das Haus ist natürlich immer noch da, aber Bibi Danja ist nicht da. Und ich klingel nochmal sicherheitshalber. Weil, also, ein bisschen Angst habe ich schon, dass was passiert ist oder so. Hallo? Bibi Danja? Bibi Danja, bist du zu Hause? Irgendwie nicht. Schade. Also, genau das meine ich. Ich klingel seit Tagen, beziehungsweise seit gestern Abend und heute Morgen, aber es ist gar nichts passiert. So, ich frage mal ein bisschen in der Stadt nach, ob vielleicht die wissen, was mit Bibi Danja ist, weil... Also, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich weiß, ich habe das heute schon ziemlich oft gesagt, aber ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, weil normalerweise meldet sich Bibi Danja oder so. Und wer bist du? Wer wartet in Brookhaven an einer Ampel? Hast du Bibi Danja gesehen? Okay, ja, ich lasse dich ja in Ruhe. Ist ja gut. Hey, habt ihr Bibi Danja gesehen? Nein? Okay, die kannten Bibi Danja noch nicht mal. Ein bisschen komisch. Okay. So, wo ist denn... Und ich möchte auch nicht zur Polizei. Ich meine, ich müsste ja zur Polizeichefin, zu ihrer Mutter, um zu sagen, hey, Bibi Danja ist vermisst, aber ich will mal nicht übertreiben. Vielleicht will sie auch einfach nur Ruhe vor mir. Das kann natürlich auch durchaus sein. Also, wäre ihr auch nicht zu verübeln, ne? Oh, da oben ist eine Party. Vielleicht ist Bibi Danja da. Hallo? Hey, du da. Hast du Bibi Danja gesehen? Ja, du. Hast du sie gesehen? Nein. Okay, alles klar, kein Problem. Hey, was ist... Oh, ist das ein Überfall? Findet hier gerade ein Überfall statt? Seid ihr Verbrecher? Okay, hey du, hast du vielleicht Bibi Danja gesehen? Auch nicht, schade. Ist jemand zu Hause? Ist das dein Haus? Nein, dein Haus ist, glaube ich, hier, ja. Hallo? Bibi Danja, bist du vielleicht hier zu Besuch? Bibi Danja! Hallo? Poolparty ist auch nicht, also kann sie eigentlich nicht hier sein, Leute. Eigentlich kann sie hier nicht sein. Was soll das denn? Hey! Man raubt nicht einfach so ein Haus aus. Geht's ihr gut? Also gut, würde ich vielleicht auch machen, aber du findest wahrscheinlich nicht den Safe, ne? Wie schlecht bist du denn? Der Safe ist hier, hallo. Guck doch mal, hier ist der Safe. Hier, siehst du? Da ist der Safe. So, weißt du, wie das überhaupt funktioniert mit dem Ausrauben? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn der das jetzt nicht weiß, dann ist das echt der schlechteste Verbrecher von ganz Brookhaven. Warten wir mal kurz ab. Okay, er weiß es. Alles klar, ich verziehe mich. So, ich bin ganz schnell raus, bevor ich hier noch verhaftet werde. Aber wo ist Bibi Danja? Wo ist Bibi Danja? Oh. Da springt jemand. Das könnte Bibi Danja sein. Ja, das könnte Bibi Danja sein. Das schauen wir uns mal besser an. Das könnte wirklich Bibi Danja sein. Hey, du da, ich habe dich gefragt, ob du Bibi Danja kennst, aber... Warum bin ich denn so langsam auf einmal? So, jetzt. Schauen wir hier in der Mitte nochmal nach. Okay, springt Bibi Danja hier rum? Hallo? Nein, das ist nicht Bibi Danja. Hast du wirklich Bibi Danja nicht gesehen? Also so, sie hat so, also violette Haare. Okay, dann sprich halt nicht mit mir. Und du? Okay, dann nicht. Du brauchst mich nicht blocken. Ist okay. Leute, also, falls ihr... Also, ich weiß, das wird jetzt ein etwas kürzeres Video, aber falls ihr wisst, wo Bibi Danja ist, dann sagt doch bitte Bescheid. Ne? Also, ich frage jetzt noch ein letztes Mal hier an der Tür nach, aber ich glaube, es ist hoffnungslos. Bibi Danja! Hallo? Ach, nee. Bist du zu Hause? Hallo? Leute, hallo. Das meine ich... Ich höre da was. Hast du das gehört? Hast du das auch gehört? Hallo? Bibi Danja! Hallo? Ach! Bibi Kahn hier, hallo, mach die Tür auf! Hallo! Hallöchen, bist du... Bist du die Oma von Bibi Danja? Du bist es wirklich. Also, du siehst wie Bibi Danja aus, aber halt nur in alt. Bist du Bibi Kahn? Ja, ich bin Bibi Kahn. Also, du bist wahrscheinlich die Oma von Bibi Danja. Haben Sie Bibi Danja gesehen? Ich bin Bibi Danja, aber mittlerweile bin ich Oma Danja. Ist das schön? Warte, stopp, stopp. Du bist Bibi Danja als Oma? Ja, das ist ja wirklich ein Ding. Agent wirklich, One, da muss ich mein wirklich... Mein Umfeld. Nee. Das Portal. Da fällt mir gleich der Keks im Kaffee. Oh, Bibi Danja, du bist ja super alt geworden. Also nicht, dass ich das schlimm finde, aber du bist warst doch noch so ein Baby. Jung geblieben, Bibi Kahn. Ja, weil also wirklich.
auch nichts passiert ist. Also, Sinn. Ist alles okay bei dir? Wirklich, ich hab nicht gedacht, dass ich dich nochmal wieder treffe. Können wir uns vielleicht hinsetzen? Ja, natürlich. Soll ich Baby Danja oder Oma Danja zu dir sagen? Oma Danja ist total okay. So nennen mich schon seit Jahren alle. Also Oma Danja, also du bist meine Baby Danja, mit der ich befreundet war oder mit der ich befreundet bin eigentlich. Ja, ja, ja. Jetzt wirklich? Ja. Aber was ist denn passiert? Also ich habe dich vorgestern noch gesehen und jetzt bist du auf einmal eine Oma? Also ich gehe davon aus, dass das Portal und die Agency damit zusammenhängt. Aber erzähl mir doch mal, was hast du denn so erlebt? Ach, also, ach, vielleicht, ich weiß gar nicht, es ist so viel, ein ganzes Leben. Aber wie ein ganzes Leben? Mal am Anfang an. Also, bleiben wir dann für immer befreundet? Das will ich dir leider noch nicht sagen. Okay, aber hört sich nicht gut an. Ja, dann erzähl mal. Also, ich bin alt geworden. Ja, das sehe ich. Aber hey, gut siehst du aus als Oma. Danke. Du hast ja immer noch die gleiche Frisur, nur eine andere Haarfarbe. Ja, ja, das ist ja. Also, Leute, ist das komisch. Ich war Anwältin. Hier in Brookhaven? Aber vorher bin ich zur Schule gegangen. Ich habe eine schöne, schöne Schule. Okay. Jetzt nicht so atemberaubend, muss ich sagen. Bin ich auf eine Universität gegangen. Okay. Eine schöne Universität. Okay. Und da habe ich dann Jura habe ich da, genau, Jura habe ich da studiert gehabt, genau. Mhm. Und dann war ich ganz viele Jahre Anwältin. Hier in Brookhaven? Ja, für Umweltrecht. Okay, gut zu wissen. Und danach? Ja, und dann bin ich in Rente gegangen und ich habe, also, du weißt ja sicherlich, ne, ich habe dann auch eine Familie habe ich dann auch und dann, okay. Und dann ist das halt so und, ja, und dann hat man sich halt ein Haus gekauft. Baby Danja, ich meine, Oma Danja, also, komm doch einmal kurz mit, also, wenn du jetzt, ja, also, ich würde gerne denn aus der Zukunft oder sehen. Ich verstehe das alles nicht. Also, ich zeig dir mal Brookhaven und du wirst jetzt sagen, ob das noch das Brookhaven ist, was du kennst oder ein anderes Brookhaven, okay? Ach, diese ganzen Retro-Häuschen. Ja, die gibt's bei uns nicht mehr. Okay, die gibt's nicht mehr? Nee. Okay, alles also weg. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, komm, wir gehen einfach mal in die Stadt und ich zeig dir ein bisschen unser Brookhaven. Daran wirst du dich wahrscheinlich noch erinnern. Schöne rote Schuhe. Bitte sei nicht schockiert. Also die Verbrecher sind immer noch da sagen. Und ja, rauben schön, immer noch die Bank aus. Guck mal, gibt es später noch eine Bank? Nein, es gibt ja noch Geld in Brookhaven. Das habe ich irgendwann mal geschafft abzuschaffen in der Stadt. Das hat immer für so viel Ärger gesorgt, weißt du? Und wir konnten dann den Einsatz der Polizei genau deshalb um 80% reduzieren. Okay, wow. Das, gibt es überhaupt noch Bargeld? Nein, gar kein Geld. Ist alles gratis. Oh, schön. Und wie sieht's aus hier zum Beispiel? Also gibt es noch Zahnärzte? Oder gab es noch Zahnärzte? Bitte nicht. Das braucht keiner mehr. Niemand braucht mehr einen Zahnarzt. Sehr gut. Wir das ist mal eine schöne Nachricht. Alles, wir machen das mittlerweile alles mit Robotern, die wir zu Hause haben. Roboter? Zu Hause? Dann lieber doch der Zahnarzt. Okay, wie sieht's aus? Das Starbucks gibt es doch bestimmt auch noch, oder? Das Starbucks. Ach, das war noch Zeiten, das sag ich dir. Da würde ich gerne mal reinschauen. Ja, gerne, hol dir was. Wie meinst da du das? Da brauche ich mal einen kleinen Donut. Schmeckt lecker. Ich bin schon alt. Einen leckeren Cupcake. Och, die gibt's nicht mehr. Es gibt heutzutage nur noch dieses McDonald's. Okay, also McDonald's gibt's jetzt auch in Brookhaven. Okay, ich bin, wow. Okay, wie die sieht es denn sonst so aus? Also, die Bibliothek, die hab ich erweitert. Oh, schön. Erweitert, die riesig groß ist die jetzt, ja, die habe ich groß gemacht mit vielen Büchern über die Umwelt, ja. Genau, okay, genau. Okay. Und dann haben wir hier. Oma Danja, eine wichtige Frage hätte ich da aber noch. Also, wie du sagst, also es hat sich ein bisschen was verändert anscheinend in den Jahren, was ja auch normal ist. Alles. Die Straßen sind auch nicht mehr, die Farben sind schöner geworden. Ich habe das alles anstreichen lassen. Schön. Ich bin wirklich eine gute Anwältin gewesen. Ja, Oma Danja, aber ich habe trotzdem eine wichtige Frage und das hängt auch mit unserer Geschichte hier zusammen. Aha. Was passiert mit der Agency?
was passiert mit der Agency? Das werde ich dir nicht sagen können, Baby. Oma Danja, wir müssen das aber wissen, weil normalerweise müsstest du Baby Danja sein. Jetzt bist du aber Oma Danja und das funktioniert so nicht, weil momentan haben wir das Spektakel mit dem Portal und die Leute sind verrückt hier in Brookhaven und ich habe das Gefühl, also irgendwas ist mit dir passiert, weil Agent One hat mich gestern auch gewarnt und gesagt, hey, es passiert vielleicht was mit deinem Umfeld und du bist doch mein Umfeld und... Babykan, lass uns das vielleicht mal in einem kleinen Lokal besprechen. Ich kann nicht mehr so lange ja, stehen. Ja, also es gibt noch das Brooks Diner, wenn du möchtest. Können wir vielleicht mit einem Auto dahin fahren? Ja, klar, ich fahre. So, steig ein. Die Autos sind ja hier noch auf Rädern. Okay, wie sieht's denn später aus? Ja, sie fliegen. Oh, coole Sache. Und wir haben auch selbstfahrende Geräte, da muss man nichts mehr machen. Okay, alles klar. Gut, dann parke ich hier. Soll ich dir beim Aussteigen helfen oder kommst du selber raus? Ach, mach mir bitte die Tür auf, das wäre ganz nett. Okay, so, raus. Danke. Kommst du raus? Ai, okay, komm, dann setzen wir uns mal an den Tisch und du erzählst mir jetzt mal kurz, was mit der Agency los war. Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also, es ist ein bisschen eine spezielle Geschichte. Okay. Ja, ich höre. Ich bin in dem Portal gelandet, was damals geöffnet wurde. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Und bin nun mal in einer anderen Welt gelandet und habe dann dort mein Leben gelebt. Alles. Kannst du dich noch dran erinnern, was davor passiert ist, bevor du in das Portal gegangen bist? Leider nicht mehr. Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass ich in das Portal gelaufen bin und dann war ich plötzlich in einem anderen Leben. Und ich meine, man kann ja dann auch nicht ewig allem hinterherheulen. Ich musste mich ja auch anpassen. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber weißt du denn, wie du jetzt wieder zurückgekommen bist? Also du bist ja anscheinend jetzt wieder zurück. Also eigentlich wollte ich ehrlicherweise nur, ich war unterwegs in so einem selbstfahrenden Auto und was diese Geräte leider noch nicht haben, ist eine Toilette, die eingebaut ist und ich wollte einfach nur ganz kurz am Wegrand mich erleichtern, weißt du? Also ich wollte einfach nur ganz kurz für alte Frauen. Oma Danja, komm, ich fahr dich jetzt erstmal nach Hause, komm mal mit. Ja. Leute, ich glaube, ich habe den Schlüssel zum Portal. Steig ein, Oma Danja. So, ich fahr dich jetzt erstmal nach Hause, weil du bist bestimmt müde, oder? Ich bin immer müde. Ja, okay, alles klar. Ich fahr dich jetzt nach Hause und ich werde... Das ist so lieb. Ich werd dich nicht im Stich lassen, okay? Wir sind ja beste Freunde, auch wenn ich ein Baby bin und du bist eine Oma. Wir sind beste Freunde. Ja, so. Ja. Dann geh nochmal nach Hause, ruh dich aus und ich kümmere mich darum. Schließ auf jeden Fall ab, weil Brookhaven ist hier definitiv ganz gefährlich. Oh je, oh je. Okay, ach, Leute. Ist das schön, also, dass Baby Khan noch hier ist. Oma Danja ist da und nicht mehr Baby Danja. Und sie hat was von einer Toilette gesprochen. In einem selbstfahrenden Auto. Also, es gibt nur eine Toilette, die öffentlich ist. Klar, es gibt die in der Schule, aber es gibt diese eine Toilette hier im Brookhaven Shelter. Und ich hatte schon immer die Vermutung, dass die Agency hier mit was zu tun hat. Die tun einen auf nett und so, aber ich glaube, die sind nicht so. Ich glaube, diese Toilette hat was mit dem Verschwinden von Baby Danja zu tun. Und mit dem Auftauchen von Oma Danja. Oder auch nicht? Vielleicht übertreibe ich. Was mit dem Portal? Agent One? Agent Zero? Oma Danja? Baby Danja? Leute, ihr müsst mir helfen. Bitte. Was ist in Brookhaven los?